Es ist der 19. Tag in Myrtana. Wir sind also schon fast 3 Wochen hier unterwegs. Und wir stehen gerade vor dem 3. und letzten großen Rebellenlager. Mit dem schönen Namen Nemora. Wir betreten es einfach mal und gucken, was uns hier erwartet. Unter anderem ein Rebell. Seltsam, hä? Hier sitzt schon der Erste, der Finlay. Du stehst mir im Licht, Kollege. Ich habe übrigens mal die Untertitel angemacht, weil ich ja dazu neige, ab und an mal reinzulabern. Zack, meine. Du bist wohl eine harte Sau, was? Würde mich an deiner Stelle nicht mit mir anlegen. Okay. Du bist nicht der Anführer von Nemora, oder? Anführer? Ich? Bei dem Sauhaufen? Nein, danke. Okay, was machst du denn hier so? Was machst du hier? Ich warte darauf, dass endlich mal was passiert. Sich in diesem Loch vor den Orks zu verstecken, ist mir zuwider. Wie wär's, wenn wir Trelis aufmischen? Ah, ein Mann der Tat. Das gefällt mir. Wenn der Boss nichts dagegen hat, gehe ich mit. Am besten ist es, du wirst einer von uns. Und wie mache ich das? Sprich mit unserem Anführer darüber. Ganz einfach. Alles klar, mit dem Anführer sprechen. Hallo. Oh, erstmal wieder ein bisschen dieben. Bist du der Anführer von... Vergiss es. Ich ziehe hier mein eigenes Ding durch. Mit allem anderen habe ich nichts zu tun. Wie sieht's aus? Ich warte, dass jemand vorwärts ruft. Im Grunde mache ich das, was Finlay macht. Er ist mein Waffengefährte. Zeig mir deine Ware. So, da wollen wir doch jetzt erstmal gucken, hat er irgendwas, das ich gebrauchen kann? Nicht wirklich, ne? Kein Stück. Aber wenigstens haben wir ein bisschen was zum Verschachern. Ah, die starke Schildparade, die müssen wir ja auch noch lernen. Hätte ich fast vergessen, ey. Das Zeug können wir hier erstmal behalten. Haben wir hier unnütze Pflanzen. Nicht viele, aber ein paar. Das kann auch weg. Weg damit. Was haben wir hier noch? Ach, die Hirschsachen. Oh, nett, nett. Das kann auch weg. Haufen Zähne haben wir. Wenn wir jetzt noch irgendwo lernen könnten, wie wir die spitzen Pfeile machen, da wären wir echt, hätten wir echt tolle Pfeile, aber dafür brauchen wir, glaube ich, einen Alchemisten. Ich weiß nicht, ob es hier sowas gibt. Gegeben, blödes Biest. Erstmal hier schön wieder die Pflanzen mitnehmen. War da bestimmt früher auch mal irgendwie eine Abbaustelle oder so. Gehen wir mal nach unten. Haufen befreite Sklaven. Ich grüße dich, Fremder. Hallo. Komm und such dir deinen Platz in unserer Gemeinschaft. Dreckiger Dieb, verzeih mir. Dich helfen. Komm mit. Bleib stehen. Aber warum sind die denn sofort alle orange hier? Ich muss den doch... Nicht, dass da eine Vergessensrolle überhaupt nichts bringt jetzt. Und die mich jetzt alle hassen. Okay, dann komm mal mit. Ich wollte doch nur dein Geld. Mehr wollte ich nicht. Oh, du Sack. Okay, dann komm mal her. Jetzt bin ich an der Reihe. So, nehme ich mir die Sachen halt so. Vergessensrolle, wo haben wir sie denn? Los, du Pfeilkopf, steh auf! Ich muss dich voll verzaubern und so. Das ist der Ärger, wenn man ein Dieb ist. Wenn man erwischt wird, hat man direkt Probleme. Hör auf mit der Magie! Was? Gute Entscheidung! So. Ha, danke. Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ich kümmere mich um die Sicherheit von Nemora. Hm.
Erzähl mir mehr über Nemora. Dieser Ort ist die einzige noch ernstzunehmende Bastion der Menschen in diesem Teil der Welt. Nicht weit von hier im Osten liegt die Burg Trelis. Im Süden ist der Pass nach Varant. Wenn wir nicht Acht geben, werden uns die Orks erschlagen. Oder wir werden von den Assassinen versklavt. Unschöne Aussichten. Willkommen in der Zwickmühle. Warum schaust du so besorgt? Kürzlich haben wir in dem zerstörten Bauernhof östlich von hier einen Trupp Orks gesehen. Sie sind uns schon gefährlich nahe gekommen. Jemand muss ihren Anführer eliminieren, bevor sie unser Versteck hier entdecken. Das könnte ich machen. Ich kümmere mich um den Ork auf dem zerstörten Bauernhof. Gut, aber pass auf, dass dir keiner von ihnen in den Rücken fällt. Und schon haben wir eine schöne Aufgabe. Bist du hier der Anführer? Ich könnte dir sagen, wer hier der Anführer ist. Allerdings müsste ich dich dann töten. Kein Fremder darf erfahren, wer von uns hier der Boss ist. Ist zu gefährlich. Oh. Wenn wir dich besser kennen würden, könnten wir vielleicht nochmal darüber reden. Naja gut. Ach, du hast auch was zum Verkaufen. Dann zeig doch mal her, was du so... Ach, habt ihr auch mal Sachen, die ich gebrauchen kann? Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich hab doch eine Vergessensrolle benutzt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Ja. Ich frag mich, wozu diese Vergessensspruchrollen da sein sollen, wenn jeder Idiot hier sofort Bescheid weiß. Tja. Nur weil der dreckige Dieb ruft, müssen die ja nicht direkt glauben, dass ich ein Dieb bin. So, machen wir mal hier unten weiter wie geplant. Hör bloß auf mit der Scheiße. Alles befreite Sklaven. Was man Cole. So erzählt. Rebell. Richtig, so. Ah, hier haben wir einen Magier. Das ist doch nett. Ah, Besuch von weit her. Hallo. Sei willkommen in Nemora, Freund. Ach, guten Tag, guten Tag. Darf ich mal? Danke. Wer ist hier der Boss? Um zu erfahren, wer Nemora führt, wirst du dir erst das Vertrauen der namhaften Leute sichern müssen. Okay. Du bist Feuermagier? Ein Magier auf der Suche nach der alten Magie. So wie alle ehemaligen Magier des Feuers, Freund. Was machst du gerade? Was machst du gerade? Ich bin auf der Suche nach einem alten Rezept für einen Trank. Leider komme ich zurzeit nicht an die Zutaten. Hätte ich mir denken können. Welche Zutaten brauchst du für deinen Trank? Es handelt sich um die seltene Staudenlobelie. Oben im Westen, wo die ganzen Urviecher herumstreunern, habe ich welche entdeckt. Ich bin aber Schlimmer nicht Begriff. Wahnsinnig genug, mich mit den Biestern anzulegen. Ich besorge dir das Zeug. Die Staudenlobelie. Was tut man nicht alles? Das ist löblich. Ich brauche 5 Stück davon. Lass dich aber nicht fressen, hörst du? Ich probiere mein Bestes. Du sag mal, kannst du mir mal was über Alchemie beibringen? Feuerpfeile herstellen will ich nicht. Ich will eigentlich scharfe Pfeile, aber... Okay. Dann... Gehen wir einfach mal weiter. Aber mir war so, als hätte der doch einen Teleportstein. Können wir den nicht mal eben verkloppen? Es tut mir leid, aber ich glaube... Ja, wusste ich's doch. Der hat sogar einen Feuerkelch mit dabei hier. Einen Feuerkelch und einen Teleportstein. Ja, ich hab gut reden. Apropos gut reden. Ne, wir haben noch kein Level-Up, also können wir auch noch nicht nach... Dingenskirchenhausen gehen. Um dafür zu sorgen, dass wir dort ein wenig... Hengley. Pass auf, wo du hier hintrittst. Wenn du hier was kaputt machst, kriege ich Ärger. Ja, erstmal ein bisschen klauen. Wer ist der Anführer von Nemora? Das hat dir noch keiner verraten, was? Dann werde ich es dir ganz bestimmt nicht sagen. Handelst du auch mit diesem Kram? Eigentlich soll ich nur auf die Sachen hier aufpassen. Aber wenn du mir einen guten Preis machst... Muss ja keiner wissen. Hey, vielleicht bist du auch an der einen oder anderen Fähigkeit als Dieb interessiert. Gegen Bezahlung natürlich. Von nichts kommt nichts. Ja, also... An sich bin ich Bring eigentlich mir was über ganz... das Diebeshandwerk bei. Okay, als Dieb, was hast du so? Zeig mir, wie ich andere niederschlagen kann. Das klingt natürlich gut. Zeig mir, wie ich andere niederschlagen kann. Du hast nur eine Chance. Wenn dein Schlag nicht sitzt, kommt es zum Kampf. Und das willst du vermeiden. Also schleiche dich von hinten an das ahnungslose Opfer an und triff ihn genau an der Stelle zwischen Hals und Kopf.
Wenn du hart genug zuschlägst, sackt er zusammen wie ein nasser Sack. Das ist doch gut, dann können wir auch gleich noch Feilschen machen, oder? Feilschen bei. Nein, das kann ich nicht machen. Dafür musst du mehr bezahlen. Hör zu, ich habe dich bezahlt, also bring es mir bei. Siehst du, du kannst es doch schon. Du wirst beim Handeln merken, dass du bessere Preise bekommst. Sehr schön. Bessere Preise sind immer ganz toll. So. Der Bauer Farmon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Was? Ich weiß von nichts. Ein feiner Rebell bist du. Anstatt Orks zu bekämpfen, beklaust du harmlose Bauern. Psst, nicht so laut. Hier, dieses Gold habe ich Farmon abgenommen. Du kannst es haben. Wenn der Boss das mitbekommt, wirft er mich den Orks zum Fraß vor. Du nennst mir jetzt sofort den Namen eures Anführers. Oder du tust was? Mich bei unserem Anführer anschwärzen? Denk mal darüber nach, du Spinner. Ein Versuch war's ja wert, Mensch. Bitte nicht umdrehen, ich möchte den Schlag ausprobieren. Ich sag nicht umdrehen und was macht der? Der dreht sich um. Okay, da muss ich mir wohl ein anderes Opfer suchen, um meinen Niederschlag-Dingensbummens... Ah, da kenne ich doch schon wen. Der hat schon mal eine von mir vor den Latz gekriegt, da kann er es auch wiederbekommen. Der dürfte jetzt eigentlich sofort wegsacken. Hey! Nein, ja, tut er nicht! Hilfe! Warum klappt das nicht? Klappt das nur mit der Faust oder was? Ah, das lässt sich doch herausfinden, da kann man doch bestimmt was drüber lesen, ne? Hier. Der Held kann sich an seinen Ahnungsklopfer anschleichen und mit einem Knüppel niederschlagen. Ich habe aber keinen Knüppel. Ich brauche sofort einen Knüppel. Also wenn ich mal einen Knüppel finde, ne, dann behalte ich den. Ah, eine Metalltruhe, die sich nicht öffnen lässt. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, heil du dich mal. Ich geh da mal inzwischen, ne? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Na, ich weiß überhaupt nicht, wovon du da redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich mach keinen Ärger. Wir beobachten dich. Ja, beobachte du mich mal. Und jetzt lass mich in Ruhe. Hab ich fett zu tun, ey. Ich würde das gar nicht beachten. Ja, es wird auch langsam wieder dunkler. Wie kriege ich dich doch noch? Bleib stehen! Ja, aber warum denn? Krieg ich dich doch noch! Ich hab doch überhaupt gar nichts getan! Und wo kommst du jetzt her? Ihr habt doch voll einen am Latz, ganz ehrlich. Was ist das hier für ein Rebellenlager? Alle gegen Peter. Das habe ich nicht gewollt. Tut mir leid. Ich dachte, du hältst noch einen Pfeil aus. Hat das einer gesehen? Tut mir echt leid, Kumpel. Das habe ich jetzt nicht gewollt. Krieg ich dich doch noch? Oh, das gibt's doch echt nicht. Wieso wollen die mir denn alle Böses? Bleib stehen! Jetzt bin ich am Zug. Oh, der hält aber aus. Jetzt hätte ich fast noch einen erstochen hier im Beisein von dem Rebellentyp. Nächstes Mal. Ach, ich fertig.
Oh. Oh, nee, du. Hier ist was los. Hier wird einem richtig was geboten. Seid ihr jetzt alle zufrieden, dass ihr mich geschlagen habt? Nee, du. Prügeleine Nemora. Ich fass es nicht. Wir machen hier für heute Schluss und sehen, wie wir beim nächsten Mal weitermachen. Tschüss.